Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir noch einmal ein Grüß Gott. Willkommen im Alexander-Goetz-Haus. Freut mich, dass wir den Saal heute gut gefüllt haben. Ein Zeichen dafür, wir sind mittendrin im Superwahljahr 2024. Bedanke mich auch bei meinen beiden Vorrednern, besonders bei Michael Schnettlitz als unser Generalsekretär, als Steirer, als Murauer, der ja, mit Herbert Kickl gemeinsam und mit Christian Hafenecker natürlich auch die Speerspitze der freiheitlichen Bewegung auf Bundesebene ist. Bedanke mich auch für die netten Worte. Aber, jetzt kommen wir gleich zum Aber, noch haben wir keine Wahlen gewonnen. Wir müssen also alles daran setzen, auch in den nächsten Wochen und Monaten, dieses Bauchgefühl, die Umfragen und alles, was da jetzt auch an positiver Energie und Stimmung vorhanden ist, auch dann letztlich in einen Wahlerfolg zu bringen. Und dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, selbstverständlich auch dieser Verantwortung dann auch gerecht werden. Mein Ziel ist es, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meiner Mannschaft, und wir haben einen Teil davon heute auch schon präsentiert, auch Verantwortung in der Steiermark zu übernehmen und ja, auch den ersten Platz zu erreichen. Das heißt, der Landeshauptmann ist das Ziel und dann mit einer stabilen Mehrheit im Landtag auch Politik für die Steirerinnen und Steirer zu machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf er vielleicht noch einen Beschluss noch nachholen, den der Stefan nicht gesagt hat. Wir haben gestern auch unseren steirischen EU-Abgeordneten, nämlich Georg Mayer, als unseren steirischen Spitzenkandidaten sozusagen für die Europäische Unionswahl am 9. Juni nominiert. Wir gehen auch davon aus, dass wir heute dann im Bundesparteivorstand und in der Leitung entsprechende Beschlüsse fassen. Ich glaube, Georg Mayer hat einen sehr guten Job auch gemacht in Brüssel, in einem sehr schwierigen Umfeld. Ich habe selbst das Vergnügen gehabt, einige Monate als Minister öfters auch in Brüssel gewesen zu sein. Und ich weiß, das ist das Bohren der härtesten Bretter. Und Georg hat es sehr gut gemacht und wir gehen auch davon aus, dass er es auch zukünftig auch tun wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann Ihnen versprechen und auch den Steirern versprechen, dass ich dieser Verantwortung, die mir gestern auch übertragen wurde, offiziell als Spitzenkandidat versuchen werde, gerecht zu werden. Ich werde versuchen, die Auseinandersetzung, die Wahlauseinandersetzung, so wie es aussieht, mit Christopher Drexler und Anton Lang, mit offenem Visier zu führen, eine sachpolitische Auseinandersetzung auch entsprechend zu führen, den Kampf um die besten Ideen sozusagen auch entsprechend auszufechten. Ich kann Ihnen versprechen, es wird keine unnötigen Untergriffe geben. Viele von Ihnen kennen mich, bin nicht der Typ, hier untergriffig zu werden. Aber ja, es wird in der sachpolitischen Auseinandersetzung natürlich auch eine gebotene Schärfe geben. Ich glaube, das ist auch notwendig. Wenn man sich selbst als mutig bezeichnet, dann muss man auch den Mut haben, unangenehme Dinge auch entsprechend anzusprechen und dann auch mit entsprechenden Lösungen hier auch aufzuwarten. Ich bin vor einigen Wochen einmal gefragt worden von einem Bürger, ob ich denn, wenn ich Landeshauptmann wäre, der Landeshauptmann für alle sein werde. Ja, das ist eine interessante Frage, wo man aus dem Reflex heraus vielleicht sagen könnte, ja. Ich habe diese Frage aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Nein beantwortet. Ich werde nicht der Landeshauptmann für alle sein, werde nicht der Landeshauptmann für Asylschwindler sein, werde nicht der Landeshauptmann für Islamisten sein, werde nicht der Landeshauptmann sein für Kriminelle, die in Österreich hier das System ausnutzen, letztlich dann kriminell werden. Die haben bei uns schlicht und ergreifend nichts verloren. Das heißt, ja, ich werde der Landeshauptmann für die Fleißigen, für die Anständigen, für die Leistungsträger, für die normalen Menschen in diesem Land sein. Ich bin der felsenfesten Überzeugung und meine ganze Historie hat sich immer auch um den Leistungsbegriff auch gedreht. Wir brauchen eine Gesellschaft, die bereit ist, Leistung zu bringen. Und wenn Leistung erbracht wird, muss diese auch honoriert werden. Das heißt, wir werden hier auch im Wahlkampf ganz klare Sprache sprechen, werden auch ganz klar sagen, für wen wir uns einsetzen. Das ist die große Masse der Fleißigen, der Leistungsträger, der Familien, der alleinerziehenden Mütter, der Unternehmer, der Hackler, der Arbeiter und natürlich auch alle, die heute hier sind, die in der Früh um 10 Uhr bei einer Pressekonferenz sind, ihren Job machen, ihren Job auch gut machen und letztlich dann auch dafür sorgen, dass unser Land, die Steiermark und Österreich, so funktioniert, wie es funktioniert, als Sozialstaat, als immer noch wunderbare Heimat. Und das ist mein und unser Anspruch und unser Ziel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate. Es wird für uns alle, auch für Sie, ein sehr interessantes, ein sehr arbeitsreiches Jahr auch werden. Wir werden, das darf ich sagen, als Parteiobmann der FPÖ Steiermark mit voller Kraft natürlich auch die EU-Wahlkampfbewegung mittragen und unterstützen. Wir haben mit Harald Wilimski einen ausgezeichneten, erfahrenen Spitzenkandidaten. Wir haben mit Georg Mayer einen sehr guten Abgeordneten aus der Steiermark und wir werden den Mai und den Juni natürlich auch nutzen, um mit der Steiermark unterwegs zu sein. Wir werden alle Bezirke besuchen und werden hier 5 Wochen lang wirklich auch wirklich als Steiermark versuchen, diese Wahlbewegung bestmöglich zu unterstützen.